Hallo? Entschuldigung, eine Frage. Die Familie Brink noch hier? Die Familie Brink, ja, die wohnt noch hier. Zu wem wollen Sie denn da genau? Zur Frau Brink. Also, da sind Sie hier falsch. Die wohnt nicht mehr hier. Die ist jetzt in der Oststadt, im Spital dort. Seitdem ihr Mann damals weggelaufen ist, eigentlich schon vorher. Hier wohnt jetzt nur noch der Sohn. Von dem hört man nicht viel. Okay, dankeschön. Bitte. Tschüss. Frau Brink, wir haben Besuch. Falls anders ist, ich bin im Raum nebenan. Super, vielen Dank. Hallo Frau Brink. Ich habe Ihnen Blumen mitgebracht. Frau Brink, erinnern Sie sich an mich? Es ist lange her, aber ich war mal mit Ihrem Sohn befreundet. Ich erinnere mich. Ich habe dich heulen sehen. Aber ich kann doch nichts dafür. Ich habe niemanden. Warum tust du das?
Ist das nicht klar, Nico? Deine Erinnerungen bestimmen, wer ich sein kann. Solange es sie gibt, gibt es diesen Teil von mir. Verstehst du nicht? Erinnerungen halten uns in der Vergangenheit gefangen. Doch, wenn sie eine nach der anderen langsam erlischen, bis nichts mehr übrig bleibt, bis selbst ihr Echo verhallt ist, dann vergessen. Ganz schön warm da drin. Ja, hier draußen ist echt viel besser. Es könnte sogar noch besser werden. Ja, okay. Und? Ist ja nicht das erste Mal. Mir gefällt dein Armband. Es hat meiner Mutter gehört, bevor sie... Also es erinnert mich an sie. Es ist wichtig, dass wir geliebte Menschen nicht einfach vergessen. Deshalb trage ich es immer. Du hattest übrigens recht. Womit? Naja, mit den Erinnerungen. Es ist wichtig, dass wir sie im Kopf behalten, aber es ist genauso wichtig, dass wir auch neue schaffen können. Sag mal, spinnst du? Ich erzähl dir gerade von meiner toten Mutter und du? Ellie, ich wollte das nicht. Was sollte das? Ich wusste das doch nicht. Ich wollte dir nicht so nahe treten. Verpiss dich, lass mich einfach in Ruhe, okay?
Sieh dich an. Die gute Ellie. Die fromme Ellie. So ein liebes Kind. So stark. So tapfer. Reden Sie nicht so über dich? Ellie, die ihre Mutter verlor. Die sich um ihren Vater kümmert. Die so viel in der Gemeinde hilft. Die gute Ellie, die sich nicht unterkriegen lässt. Die starke Ellie, die so wenig mit ihrem Schmerz klarkommt, dass sie in irgendeine Gottheit glauben muss. Die gute Ellie, die so gern anderen hilft, um sich nicht um ihre eigenen Probleme kümmern zu müssen. Die tapfere Ellie, die eher ihre Freunde verstoßen würde, als sie sehen zu müssen und sich dem auszusetzen, was sie immer nur verdrängen will. Silas? Es ist lange her, nicht wahr? Du warst das alles. Mit Johannes, mit Marie. Ich möchte einen Versuch mit dir machen, Ellie. Ein Experiment, das nur mit dir funktionieren kann. Wer hat die Kontrolle über unser Leben, über deins, über meins? Wer ist stärker? Ich oder dein Freund? Und es sieht nicht gut für dich aus, Ellie. Wem willst du was damit beweisen, Silas? Du machst überhaupt nichts besser damit. Oh Gott, das ist Wahnsinn, Silas. Ich wollte dich nicht alleine lassen, als meine Mutter damals gestorben ist. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich hab was gebraucht. Manche Momente kommen nicht wieder, wenn du sie verpasst hast, Ellie. Du hast dich weggeduckt. Und du hast den Moment verpasst. Ich habe etwas gefunden, das mir hilft. Jemanden. Was dir hilft? Sieh dich an, Ellie. Du bist schwach. Was hat dein Gott dir geholfen? Nichts ist besser. Entweder du bist stark genug, dich zu ändern, oder du bleibst dein ganzes Leben lang schwach. Solange bist du stirbst. Come on.